da wird irgendeine Welt verkauft, die es in Realität nicht wirklich gibt. Es gibt ein paar Missverständnisse zum fairen Handel. Die Meinung, der Markt kann es richten, also dass sich Gerechtigkeit oder sowas irgendwie kaufen ließe. Wer handelt, wer ist der Bauer, wer ist der Händler? Es gibt neue Kritik, neue Konzepte und das ist ein bisschen, warum wir hier sind. Wir brauchen eigentlich kein Wohlfühlprogramm für Kunden. Wenn man mal um einen Tisch sitzen würde, dann könnte man diese Probleme lösen. Das heißt, die Handelskette hat ein Problem, dass die Leute sich eben gar nie sehen. Eigentlich hat sich ja noch nicht wirklich viel geändert im Handel. Man sollte etwas tun und der faire Handel kann beitragen, wenn man ein bisschen politischer und radikaler an die Geschichte geht.